Ja. Ja, Michael Kutz, der kommt von der Rewe Digital GmbH. Professioneller Softwareentwickler war er in der Qualitätssicherung, Test und Testautomatisierung. Und er hilft den autonomen Entwicklerteams, ihre automatisierten Tests zu verbessern, zu erweitern, die Pipelines für Continuous Deployment zu verfeinern und die Qualitätssicherung der Prozesse zu optimieren. Und hier geht es jetzt um ein interessantes Thema, nämlich Kontrolle versus Vertrauen. Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sagt man sehr gerne im Deutschen. Ich behaupte, das ist nicht ganz richtig, insbesondere wenn es um kreative Arbeit geht. Wenn es um kreative Arbeit geht, hat Kontrolle durchaus sehr negative Nebeneffekte, die häufig vergessen werden. Gleichzeitig kann Vertrauen zu einem höheren Verantwortungsbewusstsein führen und darum geht es in diesem Vortrag. In der klassischen Softwareentwicklung baue ich gerne ein Team so auf, dass ich ein Entwicklungsteam habe und ein Testteam. Das Entwicklungsteam schickt Releases an das Testteam und das Testteam schickt Bug Reports zurück. Das Testteam gibt dann eine Freigabe für das Release. Ganz normal für viele, ist aber vielleicht nicht das Beste, was man machen kann. Die Alternative, insbesondere in der agilen Softwareentwicklung, ist ein crossfunktionales Team. Da habe ich die Tester mit im Entwicklungsteam und das Team entscheidet selbst, wann getestet wird, wie viel getestet wird, was getestet wird und gibt sich dann selber die Freigabe für das Release. Ein schöner Effekt bei einem getrennten Team ist, wenn es Probleme gibt. Der Chef ist sauer, es gab ein Problem auf Prod. Die Entwickler waren es nicht. Die sagen, der Tester hätte den Fehler erfinden müssen und der Tester war es halt auch nicht, weil er hat die Software ja nicht fehlerhaft geschrieben. Also kann ich schön Verantwortungs-hin und her spielen, den schwarzen Peter hin und her schieben. In einem gemischten Team ist es etwas schwieriger, weil letzten Endes hat dieses Team entschieden, diese Software so zu bauen, hat sie getestet und hat sie dann freigegeben. Und letzten Endes muss sich das Team selber die Frage stellen, wie es verhindert, dass der Fehler wieder auftritt. Kann die Verantwortung also nicht weiterschieben. Ein weiterer Effekt ist, wenn ich frühzeitig als Entwickler von einem Tester mein Feedback bekomme, ein Hinweis darauf, was ein möglicher Randfall sein könnte, was schiefgehen kann, kann ich meine Unit-Tests wesentlich besser schreiben, sodass ich letzten Endes eine wesentlich bessere Testabdeckung bekomme, und zwar eine qualitativ bessere Testabdeckung. Bei getrennten Teams kann was Gegenteiliges passieren, nämlich dass ich redundante Testfälle habe, weil der Entwickler kam auf dieselbe Idee wie der Tester, aber weil die beiden ja nicht miteinander reden, außer über Releases und Bug-Reports, merken sie gar nicht, dass sie immer dasselbe testen. Und der Tester testet jedes Mal etwas, was gar nicht schiefgehen kann, weil der Entwickler das längst weggetestet hat. Ein anderes Problem dabei ist, wenn ich einen Bug-Report bekomme, dann bekomme ich den in der Regel so 1 bis 2 Wochen, nachdem ich das Ding gebaut habe, und das ist ein guter Fall. Wenn ich dann diesen Bug-Report einordnen muss in meine tägliche Arbeit, ist das relativ schwierig. Ich muss relativ viele Informationen haben, ich werde aus meinem Kontext wieder rausgerissen und das ist teuer. Zusätzlich müssen solche Bug-Reports sehr ausführlich sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so eine Art Lesegrenze immer bei langen Texten. Und die ist immer früher, habe ich den Eindruck. Und die wichtige Information ist auf jeden Fall ganz unten im Dokument. Und die habe ich auf keinen Fall gelesen. Oder ich habe sie falsch verstanden, obwohl es so lang ist. Dasselbe kann mir aber auch bei Release Notes oder bei anderer Dokumentation passieren, die von den Entwicklern geschrieben wurde. Weil ich ja mit den Testern nicht rede, muss ich das Ding so schreiben wie für einen Fremden. Weil das ist ein Fremder für mich. Und da habe ich dasselbe Problem, weil Tester lesen auch nicht alles. Die hören auch nach der dritten Zeile auf zu lesen und dadurch entstehen dann unnötige Bug-Reports. Wenn ich ein gemischtes Team habe, kann ich mich einfach mit dem Kollegen, der neben mir sitzt, auf eine Art und Weise verständigen, wie wir was dokumentieren. Da reicht dann manchmal ein Zettel an der Wand, häufig reicht ein Post-it. Und wenn die Dokumentation outdated ist, dann nehme ich mir ein Post-it, schreibe die Aktualisierung drauf und klebe es drüber. Irgendwann tippe ich es dann vielleicht nochmal neu, aber das ist eigentlich irrelevant. Das Post-it ist super. Ansteckungseffekte. Ein Tester kann einem Entwickler zeigen, wie zum Beispiel eine Grenzwertanalyse funktioniert. Wahrscheinlich kennt ihr das alle. Ich war Entwickler, ich habe von einem Tester Grenzwertanalyse gelernt und ich kannte das im Grunde schon, aber es hat meine Testfälle viel besser gemacht über die Zeit. Andersrum kann ein Tester auch sehr gut was von einem Entwickler lernen, denn ein Tester kann dadurch besser einschätzen, was automatisiert werden kann und was vielleicht nicht gut automatisiert werden kann. Zusätzlicher Effekt ist, irgendwann könnte ein Tester vielleicht sogar selber einen automatischen Testfall schreiben. Und ja, das habe ich schon erlebt. Nur einmal, aber ich habe es erlebt.
in einem Projekt die Entwickler sind meistens früh da in einem Projekt und werden gefragt, ja, was braucht ihr denn so an Hardware? Was habt ihr für Anforderungen ans Testsystem? Die Tester werden dann häufig irgendwann später gefragt. Und turns out, die brauchen einfach mehr als die Entwickler. Die brauchen andere Testdaten etc. In einem gemischten Team können wir uns gemeinsam darauf verständigen, was wir von einem Testsystem erwarten. So können wir zum Beispiel frühzeitig vereinbaren, ja, wir brauchen einen Prop-Datenimport, wir brauchen dafür einen Anonymisierer, wir brauchen Datengeneratoren. Und die Entwickler könnten sagen, ja, aber ich brauche noch synthetische Daten, um zukünftige Features zu testen. Insgesamt bekomme ich so ein wesentlich besseres Testsystem. Das Wort fertig ist ein sehr besonderes Wort. Es hat völlig unterschiedliche Bedeutungen, wenn ich es von einem Tester oder von einem Entwickler höre. Und Entwickler sind meistens sehr schnell fertig. Tester laufen immer ewig. Ja, kennen wir alle. In einem gemischten Team sprechen wir mit einer Sprache. Ich meine, es kann sein, dass wir tatsächlich fertig sind, wenn der Entwickler sagt, dass wir fertig sind. Denn der Tester war ja während der Entwicklungsphase dabei. Er hat ja schon ein bisschen was getestet. Er weiß, in welchem Zustand diese Software ist. Und eventuell kann ich auch mal einen Kompromiss sagen und sagen, ja, okay, du bist der Meinung, es ist fertig. Ja, okay, ich verzichte mal auf den zusätzlichen Testfall. Wir machen den morgen. Ein anderes Problem ist die Doppelkommunikation von Features. Ich erkläre dem Entwickler, was er implementieren soll, danach erkläre ich dem Tester, was er testen soll. Die haben aber was Unterschiedliches verstanden. Und am Ende habe ich einen schönen Bug-Ping-Pong, weil jeder auf das besteht, was er verstanden hat und keiner mit dem Auftraggeber mehr spricht. In einem gemischten Team bekomme ich einfach eine Diskussion. Das Feature wird diskutiert, der Tester fragt seine besonderen Testfragen. Der denkt nämlich ganz anders als der Entwickler und der Entwickler fragt seine besonderen Entwicklerfragen und am Ende bekomme ich das Feature, was der Kunde wollte. Insgesamt, Kontrolle ist meiner Meinung nach sehr teuer oder nutzlos, kann man sich entscheiden, meistens eine Illusion und engt einfach den Lösungsraum sehr stark ein auf das, was ich mir mal überlegt hatte. Vertrauen fördert Eigenverantwortung, schafft Freiräume für kreative und passendere Lösungen. Vielen Dank. Vielen Dank für den tollen Vortrag und damit Sie sich auch an den heutigen Tag erinnern, gibt es ein kleines Souvenir für den Journal Testing Day. Vielen Dank.